Er ist sexy, er ist Single und das, obwohl er einen Traumjob hat, der Frauen geradezu anzieht. Surflehrer in Griechenland. Nun buhlen diese fünf Mädels um Martins Herz. Doch der 31-Jährige stellt hohe Ansprüche. Von den fünf Mädels erwarte ich mir, dass sie einfach natürlich sind. Wo ich dann auch rauskriege recht schnell, okay, sind sie es auch natürlich? Ja, spielen sie mir was vor? Und deshalb fordert er heute nackte Tatsachen. Ich möchte eigentlich auch mal sehen, wie sieht's darunter aus? Suche Partnerin fürs Paradies. Gar nicht so einfach für Martin bei diesen fünf Kandidatinnen. Deshalb will der 31-Jährige heute Abend ihre Partyqualitäten checken. Mein Plan für die Nacht ist jetzt, dass wir gemeinsam Party machen. Jetzt möchte ich einfach mal die Partyfestigkeit von den Mädels testen. Einige sind doch noch nach den Tagen nicht so locker, wie ich sie gerne hätte. Und das möchte ich heute Abend einfach mal komplett auschecken. Warum denkst du, dass du da keine so gute Figur gemacht hast, Sina? Weil ich die letzte war, ich glaube, hast du gerade Sina genannt? Nein. Lina. 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 Hat Martin Lina Sina genannt? Falls ja, wäre das ein böses Flirtfoul, das wir sofort überprüfen. Sina, Sina, Sina. Was ich so viele Namen merken muss. Gar nicht so leid. Immerhin, Raffaelas Namen wird Martin sicher nicht vergessen. Nach dem heißen Date, das die beiden gestern am Strand hatten. Like a beer, and then yes. I was ordering a daiquiri. Ah, okay. And you don't have to bring me anything. It's okay, good. I will. But yeah, bring me a beer now, please. But the lemon thing. Wieder einmal ist Kate genervt, von Raffaelas Drang im Mittelpunkt zu stehen. Es sind halt manchmal irgendwie einfach so Reaktionen oder einfach irgendwelche Kommentare, wo ich mir dann denke, okay, muss das jetzt sein? So viel steht fest, Freundinnen fürs Leben werden Kate und Raffaela nicht mehr. Zu sehr tobt der Kampf um das Herz des einsamen Surflehrers. Und zu stark spielt dabei wohl auch Eifersucht eine Rolle. Wenn jemand genervt ist von mir, dann macht mir das eigentlich wenig aus. Also mir ist es egal. Ich weiß jetzt auch nicht, warum jemand genervt von mir sein sollte. Ja, soll er genervt sein. Ja, Raffaela versucht es natürlich ganz geschickt zu machen. Leider fällt es natürlich auf, dass sie immer so ein bisschen versucht, sich ranzuschmeißen. Man muss natürlich aufpassen, weil man kann Männer auch verschrecken, wenn man zu aufdringlich ist. Wo zwei sich streiten, freut sich dann halt die Dritte. Und das ist in diesem Fall Mirela. Die 30-jährige Eventmanagerin hofft, vom Zickenzoff der Konkurrenz zu profitieren und gibt sich beim Cocktaildate mit Martin als fleischgewordenes Entspannungsprogramm. Also ich bin ja ein romantischer Typ, ich denke mal deswegen vielleicht. Ich mag das ja halt beim ersten Date oder beim ersten Treffen, mich erstmal ruhig mit jemandem zu unterhalten, anstatt diese ganzen Action. Ich bin jetzt ungefähr seit fast einem Jahr Single. Okay. Und du? Bei mir ist es auch über ein Jahr jetzt, ja. Über ein Jahr? Ja. Und wie lange ging die Beziehung? Die ging davor auch ungefähr ein Jahr. Ein Jahr? Ja. Das ist jetzt nicht so lang. Und bei dir? Vier Jahre. Vier Jahre, ja. Das ist schon eine Zeit dann, ja? Ja, ich bin ein Beziehungstyp. Oh, wenn das mal nicht verlockend klingt. Mirela, der Beziehungstyp, das bringt Martins Augen zum Glänzen. Unterdessen bahnt sich nur 50 Meter entfernt neuer Stress an. Raffaela, Martins bisherige Favoritin, wird von Konkurrentin Kate provoziert. Es sah ja schon so aus, als ob ihn dir schon unter den Nagel gerissen hast. Ne? Ach, echt? Ja, ja. Also, kam das so für dich rüber? Du kamst dir sehr siegessicher vor, sagen wir es mal so. Nur weil ich gesagt habe, dass ich der Favorit bin. Mhm. Ich denke, ich bin eigentlich jetzt immer noch Martins Favoritin. Der nächste Morgen bringt dann jedoch für alle ein böses Erwachen, denn noch vor dem Frühstück schockiert Martin seine fünf Bewerberinnen mit einer echten Horrorforderung. Der Surflehrer will endlich nackte Tatsachen schaffen. Ich sehe so bei manchen, die haben recht viel Schminke im Gesicht, ja, und ich möchte eigentlich auch mal sehen, wie sieht's darunter aus, ja, und deswegen möchte ich euch bitten, einfach noch mal in eure Zimmer zu gehen, euch abzuschminken. Ja, was guckst du denn da so auf mich? Ich hab da kein Problem mit. Tatsächlich? Und was mag sich hinter dem entsetzten Gesichtsausdruck von Mirela wohl gerade abspielen? Offenbar haben beide nicht mit so etwas gerechnet. Dementsprechend wirkt dann auch ihr überstürzter Abgang Richtung Hotelzimmer eher wie eine Flucht. Ja, wir sind jetzt total überrumpelt gerade, oder? Doch nicht nur das. Auf einmal ist bei Mirela auch unser Kamerateam nicht mehr erwünscht.
Moment mal kurz. Eine Reaktion, die längst nicht alle hier überrascht. Was sich halt sehr doll schminkt, hat man auch immer wieder was zu vertuschen vielleicht. Kann ich zu dir kommen? Bleib bloß vom Leib. Schade. Nicht einmal Lester-Schwester Kate darf zu Mirella ins Zimmer. Das kann die Kölner Partymaus sich ebenso abschminken wie ihr Make-up. Und wir fragen uns, was hat Mirella nur zu verbergen? Und morgen der Tag der Entscheidung. Martin und sein letztes Einzeldate mit Lina, der Leisetreterin. Für mein Date erhoffe ich mir, dass ich auch mal punkten kann. Wir haben ja einige Parallelen schon. Das heißt, sie hat ja auch schon in Griechenland gelebt. Du könntest dir auch wieder vorstellen, in Griechenland zu leben. Auf jeden Fall. Ja. Showdown am Strand. Raffaela, Lina, Jen, Mirella oder Kate. Wer wird Martins Herz erobern? Die Auflösung morgen bei TAF. Juhu, Leute! Schön, dass ihr uns gefunden habt hier auf unserem TAF-Channel. Erzählt doch mal, wie hat euch dieses Video gefallen? Achso, erzählen geht ja hier gar nicht. Ihr müsst hier einen Kommentar hinterlassen. Wir sind so gespannt auf eure Meinung. Und da übrigens könnt ihr auch gleich das nächste Video klicken. Ach was, abonniert einfach gleich den ganzen TAF-Channel. Mich würde es freuen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!